Es wird viel über den Rapper Sero aktuell spekuliert. Hat er wirklich seine Schafe gezückt und abgedrückt oder war all das nur Promo für sein neuestes Musikvideo? Mittlerweile ist in seinem Leben die Hölle los, weil Unbekannte ihm eine Falle stellen, schwört er auf Rache. Er würde alles tun, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Wie weitergeht, wissen wir inzwischen. Im Rapcheck-Interview betont er mehrmals, dass er sogar Knast riskieren würde für die Kette, die ihm geklaut wurde. Er behauptet, sein Freund, der verstorben ist, hat ihm die Kette geschenkt. Aus dem Grund ist sie für ihn sehr wertvoll. Wer gedacht hätte, dass der Rapper nur quatscht, hat sich geirrt. Denn ein Treffen für die Geldübergabe findet statt und läuft extrem schief. Die unbekannten Täter versuchen, die Kette zu behalten und die 100.000 Euro zu klauen von Sero. Plötzlich zieht er seine Waffe und feuert zweimal ab, trifft dabei jemanden im Bein. Er flüchtet aus Deutschland, während die Beamten die Wohnung seiner Eltern durchsuchen. Nun habe ich aus erster Hand diese Dokumente erhalten. Hier soll stehen, was am 2. April passiert ist. Leider musste eine Menge geschwärzt werden. Die Echtheit kann ich mit meinem Wissen natürlich nicht bestätigen. Allerdings habe ich die Dokumente auch nur erhalten, weil Leute behaupten, dass alles fake sei und es nie zu so einem Fall kam. Ein Statement von dem Rapper Sero soll nun folgen, exklusiv hier auf Rapcheck. Übrigens, unzensierte Videos von dem Fall findet ihr exklusiv in meiner WhatsApp-Gruppe. Weitere Informationen dazu findet ihr auf Instagram Rapcheck. Schaut da vorbei und viel Spaß!